Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Zeitler und Herr Zander. Das Exponat werde ich mir auf jeden Fall in der Mittagspause auch nochmal anschauen. Das sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, was Sie da mitgebracht haben. Wir bleiben direkt beim Thema Kooperationen und freuen uns, für unseren nächsten Slot eine Moderatorin zu begrüßen, die in ihrem Digital Hub nicht nur mit dem Thema Kooperation, sondern insbesondere mit den Akteuren zu tun hat, die dabei besonders innovativ sind. Den Startups. Und diese hat sie uns heute auch mitgebracht. Ich freue mich daher, zu uns auf die Bühne zu holen, die Head of Digital Health and Marketing im Zollhof Tech Incubator, Anne-Christine Braun. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von mir hier bei der Startup Pitch Session auf der Digital Health Konferenz des Bitkom. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute schon das vierte Mal diese Pitch Session moderieren zu dürfen. Es ist schon eine gute Tradition geworden und ich freue mich, dass ihr euch für den Moment gegen den Mittagssnack und für sechs gleich fantastische Startup Pitches entschieden habt. Bianca hat es schon gesagt, ich bin Head of Digital Health beim Zollhof Tech Inkubator in Nürnberg. Warum braucht ein Tech Inkubator einen Head of Digital Health? Das liegt daran, dass wir tatsächlich einer von 12 Digital Hubs des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums sind, und zwar der Hub für digitale Gesundheit. Diese DE-Hub-Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, ja, Startups zu verknüpfen mit etablierten Playern aus der Wirtschaft, aber auch mit anderen Innovationspartnern. Und genau das machen wir jetzt auch gleich hier im Zollhof als Teil der DE-Hub-Initiative. Ist unser Kernprodukt tatsächlich ein Startup-Support-Programm, in dessen Rahmen wir Startups ganz personalisiert 6 Monate lang begleiten, dabei helfen, Produkte zu validieren, auf den Markt zu bringen und schließlich auch zu skalieren. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir 6 fantastische Startups heute dabei haben, die wirklich vorhaben, das Gesundheitswesen zu revolutionieren und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und ich freue mich auch sehr, dass für die Q&A-Session wir ganz tatkräftige Verstärkung heute auch dabei haben. Das sind einmal der Patrick Schraps von der AOK Plus und einmal die Maya Huck von Pfizer. Und liebe Maya, ich würde dir gleich das Wort übergeben. Magst du uns ganz kurz erklären, wie ihr bei Pfizer mit Startups zusammenarbeitet und was deine Rolle da genau ist? Herzlich willkommen, Maya. Genau, dann bräuchte ich einmal unsere Präsentation. Ja, hallo zusammen. Ich leite den Pfizer Healthcare Hub in Berlin. Insgesamt haben wir 18 Healthcare Hubs bei Pfizer auf der ganzen Welt, die sich um Startup-Kollaborationen kümmern. In Berlin kümmern wir uns hauptsächlich um Startup-Kollaboration around the pill oder beyond the pill. Das bedeutet, zu unserem Produktportfolio im Pharma-Bereich screenen wir Startups, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Genau, könnt ihr... Dankeschön. Genau. In Freiburg haben wir einen weiteren deutschen Hub, der sich um Produktion 4.0 kümmert, um nachhaltige Produktion im Pharma-Bereich. Das heißt, alle Startups, die hier anwesend sind, die entweder DIGAs, Beyond the Pill, in unserem Produktportfolio entwickeln oder in dem Bereich nachhaltige Produktion sich bewegen können, später auch gerne zu unserem Stand vorbeikommen und Kontakt mit mir aufnehmen. Genau, das sind unsere Indikationsbereiche. Das ist unser Interessensgebiet. Genau, und ich freue mich dann auch, die Pitches zu hören. Vielen Dank. Danke, Maya. Vielen Dank. Patrick, wie ist es bei euch? Wie arbeitet ihr bei der AOK Plus mit Startups zusammen? Wie sieht es da aus? Schau, das Wichtigste, der Klicker hier für dich. Danke. Ja, Patrick Schraps mein Name. Ich freue mich, dass auch so viele da sind, ähnlich wie du, Anne. Toll, zur Mittagszeit so viele Leute zu sehen. Wo ich arbeite, sieht man hier schon bei der AOK Plus.
mal eine kleine Einschätzung, wo wir überhaupt zu verorten sind oder was wir so machen. AOK Plus ist für Sachsen und Thüringen zuständig als Gesundheitskasse. Wir haben einen recht hohen Marktanteil. Man sieht es ja, wir haben knapp 3,4 Millionen Kunden bei uns in Sachsen und Thüringen, also weit über 50% Marktanteil. Und was das Spannende ist, wie arbeiten wir mit Startups zusammen, beziehungsweise was ist unsere Rolle? Gar nicht so rein der Kostenträger zu sein, sondern wir vernetzen die Partner miteinander. Wir bereiten den Weg auch für Startups im Gesundheitswesen mit vor, beispielsweise über Selektivverträge oder über andere Kooperationsmöglichkeiten wie ja, Innovationsfonds oder Space to Health haben wir von dir auch gehört, wo Förderthemen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie wir Startups auch voranbringen können, ohne dass wir jetzt vielleicht auch direkt einen Vertrag schließen oder direkt auf dem Markt gemeinsam kooperieren. Deswegen auch das Netzwerkthema, ganz, ganz spannend. Wir haben den Zugang zu unseren Kunden, wir haben den Zugang auch natürlich zu Ärzten, zu Leistungserbringern, mit denen wir gemeinsam solche Sachen dann umsetzen können und auch solche Programme initiieren. Wie sowas aussehen kann, ist hier mal dargestellt. Ich habe es ja gerade erwähnt, so Krankenkasse typisch immer als Kostenträger. Das ist zumindest das, was ich auch mal relativ oft höre. Tatsächlich ist es gar nicht so. Wir machen unheimlich viel, was weit drüber hinausgeht und wollen eigentlich auch ein ganz anderes Geschäftsbild damit zeigen. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie wir vorgehen. Ja, also wirklich gemeinsam auf Basis von Kundenreisen diese Geschäftsfelder zu erörtern, zu eruieren und dann auch gemeinsam mit Partnern da reinzusteigen. Da sieht man schon, das geht weit drüber hinaus, über das, was wir über Kostenträger oder Sponsoring dann eigentlich damit darstellen wollen. Genau. Habe ja gar nicht so viel Zeit, aber ich bin heute auch einen ganzen Tag hier. Ich habe leider keinen Stand, so wie die Maya draußen, aber ich bin greifbar und gerne auch ansonsten Anfragen an mich senden per E-Mail oder per LinkedIn oder Co. oder hier direkt. Und ich kann es im Haus dann platzieren, ich kann auch mit den richtigen Leuten dann vernetzen oder kann natürlich auch eine Landingpage dann eigentlich gut mitgeben, wo genau Anfragen, Ideenskizzen oder irgendwelche Pitch-Decks natürlich auch gut platziert werden, damit wir im Haus das auch ganz gut weiterverfolgen können. Ja, super. Vielen Dank. Danke, Patrick. Ja, dann ist es jetzt auch schon Zeit für die Startup-Pitches. Ganz kurz noch zum Housekeeping. Es gibt 3-Minuten-Pitches, also wirklich kurz und knackig. Und dann im Anschluss auch nochmal 3-4 Minuten jeweils eine Fragerunde durch unsere Jury. Wenn der Jury nichts einfällt, dann zähle ich auf euch alle und auf eure Fragen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Startup. Und das ist Brea. Willkommen, liebe Sarah. Hallo, mein Name ist Sarah und ich bin Mitgründerin von Brea. Einen Moment. Entschuldigung. 2018 ist meine Mitgründerin Jessica selbst an Brustkrebs erkrankt. Genauso wie ihr ergeht es jedes Jahr 2,3 Millionen anderen Frauen weltweit. Nach Jessicas Genesung war uns deswegen klar, wir entwickeln ein Produkt für andere Betroffene, das ihnen Mut und Zuversicht schenkt. Brustkrebs ist eine sehr komplexe Erkrankung. Die Betroffenen leiden unter psychischen, physischen und organisatorischen Problemen, als auch solchen, die sich aus den Versorgungslücken unseres Gesundheitssystems ergeben. Das Tückische: Während der Therapie und der Nachsorge verändern sich diese Probleme ständig, was es zu einer noch größeren Belastung für die Betroffene macht. All das ist bekannt. Dennoch konzentrieren sich die meisten Anbieter auf ein nur sehr spezifisches Problem und lassen dadurch die Komplexität der Erkrankung, vor allem aber die Individualität der Patientin außer Acht. Wir von Brea haben schnell erkannt, dass es für den Therapieerfolg essentiell notwendig ist, auf die spezifischen Lebensumstände und Bedürfnisse einer jeden Patientin einzugehen. Unsere App begleitet die Anwenderin entlang ihrer individuellen Patient Journey und geht dabei auf Besonderheiten der einzelnen Therapieschritte ein. Unsere ganzheitlich onkologische Bedarfsanalyse berücksichtigt darüber hinaus spezifische Bedürfnisse und Lebensumstände dieser Anwenderin. Basierend auf über 70 Patientinnengesprächen haben wir ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das 4 Module umfasst: Organisation und Medikation, Information, ein Patientinnen-Tagebuch und mentale Gesundheit. Wir nutzen Gamification, um die Therapieadhärenz zu steigern und die Patientin dazu zu bewegen, die App regelmäßig zu benutzen. Unsere App wird entwickelt mit einem starken Team aus Expertinnen des Gesundheitswesens sowie der starken Einbeziehung der Patientinnen. Wir haben gerade unseren Prototypen fertig entwickelt und möchten damit ab nächstes Jahr in Beta-Testings gehen. Bis Ende nächsten Jahres oder Anfang 2024 möchten wir dann unsere CE-Zertifizierung erreicht haben, was uns die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen ermöglicht.
Weitere Apps für andere Krebserkrankungen sind geplant. Neben den Selektivverträgen setzen wir außerdem auf ein Selbstzahlermodell, um Umsatz zu generieren. Innerhalb der nächsten Jahre wird die Anzahl der Krebserkrankungen dramatisch ansteigen. Deswegen ist Brustkrebs für uns auch nur der Anfang. Unsere Vision ist es, die Nummer 1 Plattform für Krebserkrankte zu werden. Damit uns das gelingt, sind wir auf der Suche nach starken PartnerInnen aus der Pharma, der Medizin und den Krankenkassen. Lassen Sie uns gemeinsam PatientInnen Mut und Zuversicht schenken und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft einer Medizin gestalten, in der PatientInnen an erster Stelle kommen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Sarah. Liebe Jury, habt ihr Fragen? Ja, vielen Dank, Sarah. Erstmal sehr spannend und mir ist der Name natürlich auch schon ein Begriff. Meine Frage wäre, ist eine Aufnahme in das DIGAS-Verzeichnis geplant? Und die zweite Frage, es sind weitere Apps geplant für weitere Krebsarten. Sind auch weitere Funktionen geplant, über die ihr schon sprechen könnt, die über diese Companion-Funktionen hinausgehen? Also eine Aufnahme in die DIGA ist aktuell nicht geplant. Wir streben eher den Weg der Selektivverträge ein. Das hat unterschiedliche Gründe, unter anderem, weil der Weg einer DIGA ja nochmal komplexer ist, nochmal andere Anforderungen macht. Und wir glauben, dass wir einfach mit den Selektivverträgen auch schneller in den Markt eintreten könnten und das für uns nach Evaluation attraktiver ist. Und es sind weitere Funktionen geplant. Wir wollen Angehörige stärker mit einbinden, weil in unseren Gesprächen oft rauskam, die haben auch einen wahnsinnigen Painpoint und können außerdem zusätzlich zu einer Entlastung der Patientin beitragen. Das bedeutet, in einem nächsten Schritt würden wir das ausweiten, indem Angehörige nicht nur einen Zugang bekommen, sondern wahrscheinlich perspektivisch es auch separate Angebote für die mentale Gesundheit von Angehörigen geben wird. Ah ja, vielen Dank, sehr spannend. Ja, danke Sarah nochmal für die Vorstellung. Du hast ja auch schon dargestellt, wie ihr die Patientin einbindet, gell? Dass du für die Patienten das macht. Nur Patient ist das Stichwort, die haben ja auch eine Betreuung, sind beim Arzt, in Behandlung. Wie gelingt es, also einerseits die Frage, habt ihr dort auch Ärzte mit eingebunden in der App und wie werden die dort mit eingebunden, eure Anwendung? Also aktuell sind die Ärzte insofern eingebunden, dass sie uns bei der Entwicklung helfen. Das bedeutet, wir sprechen mit unterschiedlichen Fachärztinnen über die Entwicklungsschritte und was auch die brauchen, um die App dann empfehlen oder wenn es eine DIGA werden sollte, verschreiben zu würden. Und wo sie eingebunden sind, ist vor allem in dem Bereich des Patientinnen-Tagebuchs. Das ist ja eigentlich ein PROM, könnte man auch anders sagen. Das bedeutet, die bekommen darüber eine Auswertung, wie ist der Therapieverlauf meiner Patientin. In dem Bereich werden sie Symptome getrackt. Das ist dann nach einem standardisierten Fragebogen, der so auch im Bereich der Onkologie angewendet wird. Und die Ärzte bekommen dann eine regelmäßige Auswertung, so dass sie sehen, ist meine Patientin, läuft die Therapie so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder muss es justiert werden? Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Hat noch jemand aus dem Publikum eine Frage an Sarah? Eine kurze vielleicht? Du hast scheinbar alle Fragen schon beantwortet, umso besser. Dann herzlichen Dank, liebe Sarah. Und dann würde ich sagen, direkt Mikrowechsel an den lieben Baturay von Breathment. Herzlich willkommen, Baturay. Welcher war das? Okay, die Größe nehme ich an. Okay. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Baturay Yalvaç und ich bin einer der Mitgründer von Breathment. Lass uns kurz ein- und ausatmen. Einfach, oder? Jedoch in der Welt gibt es mehr als 500 Millionen Menschen, die unter chronischen Krankheiten der Atemwege leiden. Und für die, das ist nicht einfach. Pulmonale Rehabilitation ist die einzige nicht medikamentöse und nicht operative Behandlung, die diesen Menschen dabei hilft, ein besseres Leben zu haben und ihre Krankheit besser zu verwalten. Aber leider in Deutschland gibt es mehrere Versorgungslücken in der rehabilitativen Behandlung dieser Patientinnen. Und die größte kommt leider nach der Entlassung nach einem Krankenhausaufenthalt. Die Patienten müssen bis zu 12 Wochen warten wegen Kapazitätsprobleme und Bürokratie. Plus, die haben nur Recht auf Rehabilitation jede 4 Jahre. Aber diese Patienten verschlimmern sich auch manchmal mehrmals pro Jahr. Am Ende, diese fehlende kontinuierliche Betreuung führt dann zu erhöhten Rehospitalisierungen und höheren Bettentage. Und das heißt für das deutsche Gesundheitssystem Zusatzkosten bis zu 720 Millionen Euro pro Jahr.
Um dieses Problem zu lösen und diese Lücke zu schließen, haben wir Britmund entwickelt. Das ist das erste digitale Nachsorgeprogramm für Patientinnen, die direkt an der Entlassung gebunden ist. Und dafür kombinieren wir eine KI-basierte Therapie-App mit Telemonitoring und Telegespräche. Die Patientinnen bekommen direkt bei der Entlassung eine Therapie-App und den ersten Telegespräch mit dem Therapeut ohne irgendwelche Wartezeiten. Denn sie bekommen von dem Therapeut einen personalisierten Übungsplan aus Atem- und Körperübungen plus Umfragen und unterschiedliche Daily-To-Dos. Die haben einen Kalender und dann zum Beispiel auch Reminders, damit die Adherenz gut bleibt. Wenn die Patienten eine Übung durchführen wollen, können sie das vor der Kamera eines mobilen Geräts durchführen. Unsere KI-basierte Atem- und Bewegungsmuster-Detektionstechnologien geben den Patienten in der Echtzeit Live-Feedback, ob sie diese Übungen richtig oder falsch führen. Gleichzeitig wir haben eine Telemonitoring-Schnittstelle, damit unsere Therapeuten unsere Patienten ständig beobachten können und betreuen können. Und die ganze Information von den KI und den Umfragen, alles fließt dann zu diesem Telemonitoring-Plattform. Mit unserer Lösung wollen wir in Deutschland die Hospitalisierungsraten bis zu 45% sinken und die Bettentage bis zu 62% sinken. Und auf diese Weise, es gibt ein Kostensparnispotenzial über 200 Millionen Euro pro Jahr für das deutsche Gesundheitssystem. In Deutschland gibt es allein 6 Millionen Menschen, die unter zum Beispiel COPD leiden. Und für die Nachsorge sehen wir einen Markt über 300 Millionen Euro. Und in dem Mittel wollen wir auch die Langzeitbetreuung dieser Menschen ermöglichen, wo wir dann einen Markt über 1,2 Milliarden Euro sehen. Wir wollen die Patienten über Krankenhäuser gewinnen und mit den Krankenkassen Selektivverträge schließen, damit wir dann auch die Kosten der Anwendung erstatten können. Wir sind seit Oktober 2021 Vollzeit im Britmund tätig und wir hatten 2 Usability-Tests. Gerade haben wir Eloise von 2 Kassen und 3 Fachkliniken und im März haben wir unsere CE-Zertifizierung und im März fangen wir mit den ersten klinischen Studien an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf jegliche Kooperation in dem klinischen, pharmazeutischen und natürlich auch im kommerziellen Bereich. Ja. Vielen Dank, Patrick Reih. Bitteschön. Hallo. Ja, vielen Dank, sehr interessant. Was mich noch mal interessieren würde, wie genau die Übungserfassung stattfindet und wie genau die Fehlerdetektion bei euch stattfindet. Wie ist das technologisch gelöst? Natürlich, wir haben 2 unterschiedliche neurale Netzwerke für Atemmusterdetektion und für die Bewegungsdetektion. Bei der Bewegungsdetektion können wir die Joints der Körper detektieren und mit unserem Therapeuten entwickeln wir dann unterschiedliche Parameter, damit diese Bewegungsmusterdetektion zu der richtigen Übungsdurchführung translatiert werden kann. Und dann wir geben einfach visuelle und audiole Feedbacks, wenn Abweichungen von diesen Parametern stattfindet. Und bei der Atemmusterdetektion, wir können die Expansion von dem Brustkorb, von dem Bauch und wir können auch die Bewegung der Schulter zum Beispiel detektieren. Und auf diese Weise können wir erstmal unterschiedliche Übungen, wie zum Beispiel Zwerchfellatmung oder Lippenbremse, erstellen und dann werden die Patienten davon abweichen, wieder Warnungen geben. Und gleichzeitig fließt diese ganze Analyse der Leistung in dem Telemonitoring-Plattform weiter, damit danach beobachtet werden kann, ob die Qualität der Übungsdurchführung stimmt. Mhm. Und die Einrichtung des Programms erfolgt mit dem Therapeuten oder der Therapeutin gemeinsam? Ist das ja, die Übungsprogramme werden bei uns individualisiert, je nach dem Arztanamnese und dem Patientengesundheitszustand nach der Entlassung von einem echten menschlichen Therapeut erstellt, aber dann natürlich dann die Patienten sind zu Hause allein, aber dann wird auch monatliche Telegespräche für die Optimierung der Behandlung und halt Check-ups. Also, weil der Bedarf bei Patientinnen, die, die entlassen sind, hoch, die Pflegebedarf und das wollen wir dann auf diese Weise so kombinieren und dann schaffen. Ja, so. Alles klar, vielen Dankeschön. Dank. Ja, lieber Patrick, vielen Dank nochmal. Bitte schön. Ja. Telemonitoring hast du ja erwähnt und ihr habt ja auch KI gerade nochmal dargestellt, gell, mit dem Atemübung. Verwendet ihr auch Wearables? Habt ihr eine Schnittstelle, gerade Lungenvolumen etc., wo das gemessen wird und auch mit dort einfließt? Oder wird es perspektivisch eine Schnittstelle geben bei euch? Oder macht das gar keinen Sinn vielleicht? Es wird eine Schnittstelle geben. Wir wollen noch Sensorik bauen. Aber das Problem ist halt, man muss da immer sehr vorsichtig sein, weil dann man kann sehr schnell zu einer höheren Risikoklasse klassifiziert werden kann. Deswegen da sind wir erstmal vorsichtig. Aber werden wir zum Beispiel bei dem Herzinsuffizienz Monitoring, wir glauben schon, dass wir dann über Geräte, die schon zertifiziert sind, dann nur den alleinigen Datenaustausch ermöglichen werden können. Ja, so. Ja. Dankeschön. Und danke, Patrick Reih. Dann ist es schon Zeit für das Startup Nummer 3, Klimedo. Laura darf Klimedo vorstellen. Ich freue mich ganz sehr, weil Laura war super spontan, hat gestern die Anfrage bekommen und hat gesagt, na klar, mache ich das. Also viel Vergnügen, Laura. Dankeschön.
Ja, also auch von meiner Seite aus nochmal hallo. Ich bin tatsächlich bei Clemedo Account Managerin. Ich glaube, die einzige hier in der Runde, die nicht im Gründerteam ist. Aber freue mich umso mehr, eben auch hier zu sein. Genau, Clemedo. Wir haben eine cloudbasierte SaaS-Plattform entwickelt, die klinische Studien digitalisiert. Und vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, uns gibt es tatsächlich schon seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren haben wir angefangen, hatten dann 2018 unseren ersten Kunden, 2019 die erste Finanzierungsrunde bekommen und seit 2020 arbeiten wir auch zum Beispiel mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Tracking, Symptom-Tracking. Und wir haben jetzt auch seit letztem Jahr den ersten sehr großen Kunden auch im Bereich Top 5 Pharma. Und arbeiten vor allem mit MedTech-Unternehmen zusammen, aber auch mit vielen Startups, mit CAOs und eben auch mit Pharmaunternehmen. Und haben dieses Jahr die allererste 100%ige dezentrale klinische Studie durchgeführt. Hier vielleicht nochmal ganz kurz zur Übersicht, wer so unsere Kunden auch sind bisher. Unsere Lösung, wir fokussieren uns mit dieser cloudbasierten Software vor allem auf Post-Marketing-klinische Studien, also klinische Studien vor allem in der Phase 4, auf nicht-interventionelle Studien und auf das Sammeln von Real-World-Data. Und habe schon gesagt, wir sind jetzt ungefähr 60 Mitarbeiter, sehr viele internationale auch und wir sitzen eben mitten in München. Haben einige Projekte jetzt schon realisieren können. Es sind jetzt schon über, ich glaube, 1,7 Millionen Patientinnen, die unsere Plattform genutzt haben für klinische Studien und genau, haben da einfach schon einen ziemlich großen Kundenstamm aufbauen können. Vielleicht ganz kurz als Übersicht, was wir anbieten. Also auf Deutsch gesagt eigentlich, was wir machen, ist ein EDC-Tool anbieten. Und wie wir das machen, ist zum einen natürlich, um die Daten zu bekommen, zum einen von Patienten die Daten zu bekommen, zum anderen aber auch zum Beispiel von Ärzten. Und was wir auch als Schnittstelle anbieten, jetzt sind Variables. Also wir gehen von diesem alten, traditionellen Weg, klinische Studien durchzuführen, weg. Es gab ja früher immer die papierbasierten Fragebögen, viele nutzen immer noch Excel mittlerweile. Ändert sich das aber ein bisschen zu diesem dezentralen und patientenorientierten Weg. Und da wollen wir hinarbeiten, dass wir sagen, man kann Variables mit anfügen, man macht es den Patienten so einfach wie möglich, an klinischen Studien teilzunehmen. Und was wir eben haben, ist unsere cloudbasierte Software, sind da auch Daten von der Datensicherheit her gut abgedeckt, sind vom BSI auf Herz und Nieren geprüft worden. Und was wir hier unterstützen wollen, ist zum Beispiel auch das Remote Recruiting von Patienten zu vereinfachen. Einfach, dass die Patienten zunächst einmal motiviert sind, teilzunehmen an Studien, zum anderen aber auch wirklich dranbleiben. Also wir haben vorhin schon das Wort Gamification gehört, das setzen wir jetzt auch ein. Wie gesagt, wir setzen Variables ein, wir setzen Televisiten ein, um es so einfach wie möglich den Patienten zu machen, teilzunehmen an klinischen Studien. Und was man dann eben machen kann mit den Daten, ist alles in einer Software bei uns zu haben mit Dashboards, die man anpassen kann, wie man es braucht. Wir können Real-Time-Benchmarking anbieten. Das heißt, man kann Patienten miteinander sozusagen vergleichen, die gerade in dieser Studie sind. Wie gut schneiden die gerade ab? Oder wie schneidet der Patient ab, der zum Beispiel ein Placebo bekommt, im Gegensatz zu dem, der das richtige Medikament bekommt? Und haben da noch sehr, sehr viel in Planung. Tatsächlich habe ich später noch mal ein Interview. Also wer da noch mal nähere Insights haben will, gerne noch mal vorbeikommen und zuhören. Da kann ich ein bisschen mehr drüber erzählen. Von daher erstmal vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist rum. Danke, liebe Laura. Liebe Jury, habt ihr Fragen an Laura? Ja, also vielen Dank, Laura. Ist ja wirklich ein ganz anderes Thema, gell, als wir jetzt vorher gesehen haben. Klinische Studien war jetzt dein Aufschlag. Worauf ihr spezialisiert habt, könnt ihr euch auch vorstellen, das im anderen Kontext zusammenzubringen, weil wir hatten ja auch vorhin das Thema, auch für Krankenkassen wird es zukünftig ganz, ganz spannend sein, Daten auch zu nutzen der Kunden, um individuelle Angebote zu machen. Ist das für euch auch zukünftig eine Schnittstelle, wo ihr drüber nachdenkt oder ist wirklich so dieses Studiendesign für euch? Geschäftsführer Nummer 1. Ja, also tatsächlich angefangen hat alles mit einem Projekt mit der Charité hier in Berlin tatsächlich auch. Also wir arbeiten mit Uniklinik zusammen, mit also Universitäten, mit Kliniken, Medizintechnikunternehmen. Wir arbeiten auch mit DIGAs eben zusammen, also die sich zertifizieren lassen wollen als eine DIGA. Wir haben ja vorhin ganz kurz gesprochen. Ich finde auch das Thema, mit Krankenkassen zusammenzuarbeiten, super interessant. Momentan fokussieren wir uns wirklich auf klinische Studien in der Phase 4 und auf NIS-Studien.
was in Zukunft kommt, ist natürlich offen. Wir sind immer offen auch für Ideen und deswegen auch kann es gut sein, dass wir da in Zukunft auch Kooperationen mit anderen Partnern anfangen. Genau. Dankeschön. Wie sieht der konkrete Einsatz von den Wearables aus, über die du gerade gesprochen hast? Ja. Das fand ich ganz spannend. Tatsächlich ist das ein relativ neues Thema auch für uns. Also ein Projekt, das haben wir jetzt zwei-, dreimal eben angefügt. Wir haben einen Partner jetzt in diesen Projekten genommen, das ist Withings. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, die machen ja Smartwatches, ein paar haben es hier auch. Es ist eben so, dass wir diese Schnittstelle haben. Man kann die Smartwatch nutzen, um zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, die Herzrate zu tracken oder den Schlafrhythmus zu tracken. Und dann kann man diese Wearables dazu nehmen, diese Daten wirklich in die klinische Studie direkt zu involvieren, also einzuspeichern. Also man muss nicht nur die Daten von dem Patienten bekommen, via einen Fragebogen oder Daten vom Arzt, sondern man kann wirklich diese Wearable-Daten nutzen und damit schon direkt weiterarbeiten in dieser klinischen Studie und die werden direkt da auch gespeichert. Okay, aber ihr seid erstmal auf Smartwatches begrenzt und erweitert das. Genau, momentan, die Projekte sind mit Smartwatches, aber es geht natürlich auch viel mehr. Also Brustgurte haben wir jetzt auch schon ein paar Pläne, genau, aber es gibt natürlich noch viel mehr Ideen, die jetzt in den nächsten Jahren dann umgesetzt werden. Ah ja, okay, genau. Vielen Dank. Danke. Danke dir, Laura. Und wir machen gleich wieder einen thematischen harten Cut quasi. Denn unsere nächste Gästin auf der Bühne, das ist Nadine. Und Nadine pitcht als Co-Founderin ihres Startups EndoHealth. Viel Vergnügen, Nadine. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Nadine Rohloff. Ich bin Ärztin und Gründerin von der Endo-App, von der EndoHealth GmbH. Und wir haben das erste digitale Medizinprodukt für Endometriose-Betroffene und auch die erste DIGA für Endometriose-Betroffene entwickelt. Und ich möchte einmal starten mit einer Frage. Wer von euch weiß denn oder wer von Ihnen weiß denn, was Endometriose ist? Vielleicht einmal die Hand heben. Ja, das ist schon fast die Hälfte, das ist gut, ich erkläre es trotzdem einmal für die anderen. Endometriose, das ist eine gynäkologische Erkrankung, bei der Zellen, die ähnlich aussehen wie die Zellen der Gebärmutterschleimhaut, an anderen Stellen des Körpers wachsen. Und dort, wo sie wachsen, zum Beispiel im Bauchraum, führen sie zu Entzündungen, zu Organfunktionsstörungen und zu massiven Schmerzen, die so stark sind, dass die Betroffenen teilweise deswegen nicht aufstehen können oder ohnmächtig werden. Und das ist eine Erkrankung, die tatsächlich viele Frauen betrifft. Also man sagt, eine von 10 Frauen im gebärfähigen Alter, das sind auf Deutschland hochgerechnet knapp 2 Millionen Frauen. Und ja, damit ist es gleich zum Beispiel häufiger als beispielsweise Alzheimer, was vielleicht bekannter ist. Und ein Problem der Endometriose ist, dass es eine chronische Erkrankung ist. Das heißt, wir wissen noch nicht endgültig, wo kommt es her. Und wir wissen auch noch nicht endgültig, wie bekommen wir es wirklich weg. Das heißt, eine chronische Erkrankung beschäftigt die Frauen jahrzehntelang. Und sie benötigen natürlich dann eine umfassende interdisziplinäre Unterstützung. Da sind sich Ärzte, Leitlinien einig. Aber die gibt es so nicht. Und deswegen sind natürlich Patientinnen und Ärzte und Ärztinnen nicht zufrieden mit dem, was gerade in der Versorgung passiert. Und das ist der Grund, warum wir zusammengekommen sind mit Experten aus all diesen Disziplinen, um die Endo-App zu entwickeln. Einen Begleiter für den Alltag, wo wirklich Unterstützung passiert, interdisziplinär und evidenzbasiert. Das heißt einmal, wir haben ein intelligentes Tagebuch, wo die Patientinnen effizient Symptome und Aktivitäten tracken können und gleichzeitig auch Informationen und direkt Übungen erhalten, die sie direkt durchführen können. Und dabei werden sie natürlich bei all diesen evidenzbasierten Übungen aus den Bereichen Psychologie, Physiotherapie, Ernährung, Medizin angeleitet von Experten und Expertinnen. Ja, dass das funktioniert, haben wir auch schon nachgewiesen. Muss man ja als DIGA natürlich auch. Und zwar haben wir gezeigt, dass signifikant und klinisch relevant die Lebensqualität verbessert wurde. Und ja, das ist natürlich auch der Grund, warum sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch die Patientinnen finden, dass das eine gute Sache ist. Ärzte und Ärztinnen sagen, sie möchten das auch verschreiben. Und ja, das ist natürlich auch der Grund, warum wir DIGA geworden sind. Und die App EndoApp ist eine einzigartige Lösung. Wir verbinden Evidenz mit technischer Sicherheit und natürlich auch Datenschutz. Das ist uns extrem wichtig als digitale Gesundheitslösung natürlich. Und es ist auch nur der erste Schritt. Die Endo-App ist unser erster Schritt, um für alle eine Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die man in der Endometriose verbessern kann, die wir gemeinsam mit anderen Akteuren in der Endometrioseversorgung verbessern möchten. Und deswegen natürlich hier auch der Appell, Veränderung schafft man nur zusammen, deswegen kommen Sie auf uns zu oder aber auch in Ihrem Umfeld unterstützen Sie Endometriose-Betroffene und helfen Sie mit, die Versorgung zu verbessern. Ja,
Herzlichen Dank, Nadine. Ich bin sicher, die Jury hat Fragen für dich. Ja. Warst du nochmal? Ja, ja. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich Fragen. Und zwar bist du Ärztin gewesen und hast bist Ärztin und hast die Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Patientinnen in die App einfließen lassen. Ja, natürlich. Und da würde mich interessieren, welche Erfahrungen konkret in welche Funktionen eingeflossen sind, vielleicht an 2, 3 Beispielen, die dir am wichtigsten sind. Ja. Ich meine, letztendlich als Ärztin, das kann ich ja nicht ausblenden, das heißt, das fließt letztendlich in alles mit ein. Ich habe im Endometriosezentrum der Uni Münster gearbeitet, das heißt, das ist letztendlich auch mein starker Bezug zur Endometriose. Und wo mir das natürlich persönlich extrem wichtig ist, ist einmal, das Ganze im Gesundheitssystem zu vernetzen. Also als Ärztin weiß ich, das funktioniert nur, wenn alle mitziehen. Trotzdem ist es wichtig, dass man die Ärzte und Ärztinnen da richtig einbezieht. Also zum Beispiel aktuell haben die wenig Zeit, das heißt, es ist wichtig, das auch so zu machen, dass die Patientin das alleine nutzen kann. Und natürlich fließt es in die Evidenz mit ein. Mir ist das total wichtig natürlich, dass wir auch zeigen, dass es funktioniert. Und auch in die Auswahl der Experten und Expertinnen, also dass wir wirklich da die besten Leute zusammensuchen. Also letztendlich würde ich sagen, überall. Vielen Dank. Ja. Ja, du hast ja auch so schön dargestellt, aus Sicht der Betroffenen, warum ihr das auch gebaut habt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, die sind ja wahrscheinlich dauerhaft auch beim Arzt, beim Facharzt wahrscheinlich auch in Behandlung, in Begleitung haben, vielleicht zusätzlich auch einen Hausarzt. Was waren denn da so die Rückmeldungen gerade von den Ärzten? Weil du hast gesagt, die verschreiben das ja auch fleißig als Tiger. Worin sehen die den Nutzen? Also woran haben die jetzt aus der App heraus oder aus der Anwendung heraus auch Nutzen für die Begleitung des Patienten und der Patientin? Ja, also die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind gut. Es ist halt auch einfach der Punkt, sozusagen als Arzt hat man sehr wenig Zeit. Endometriose ist eine extrem komplexe Erkrankung und egal wie lange die Zeit ist, ob das 1 Stunde im Endometriosezentrum ist oder 5 Minuten beim Gynäkologen, das reicht nicht, um gynäkologische Untersuchung und vernünftige Erklärung sozusagen zu verbinden, die über das, was man gerade bespricht, also vielleicht die OP oder die Hormontherapie hinausgeht. Dafür ist einfach nicht die Zeit tatsächlich. Und deswegen sind natürlich die Ärzte und Ärztinnen da sehr dankbar über die Unterstützung, die sie haben, da zu erklären, was gibt es für multimodale, für interdisziplinäre Sachen, die sie machen können. Und natürlich sind die auch ganz dankbar, dass das so etwas ist, was sozusagen geprüft wurde vom BfArM, was sie verschreiben können, weil zum Beispiel Dinge wie Physiotherapie bei vielen Kassen aktuell keine Leistung für Endometriose sind. Ja. Super. Also gerade so die Sicherheit, was Lebensstilmodifikation und auch... Genau, und Lebensstilmodifikation, das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen, muss man auch erklären. Also man kann nicht zu einer chronisch kranken Person, die starke Schmerzen hat, sagen, machen Sie mal ein bisschen Sport. Das funktioniert nicht, das ist nicht fair, ne, und das ist auch nicht genug erklärt. Sondern man muss natürlich sagen, warum ist das hilfreich, warum ist das nicht die ganze Antwort, aber warum kann dir das helfen? Probier mal das aus, es ist ja auch individuell, was hilft mir persönlich? Es braucht verschiedene Bausteine, das muss man ordentlich erklären und das ist natürlich das, was wir abnehmen auch. Dankeschön. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Klar. Ihr seid seit Oktober jetzt gelistet im DIGA-Verzeichnis, erstmal vorläufig. Was hat sich seitdem geändert? Gibt es zum Beispiel in der Pipeline eine Veränderung? Also natürlich für uns hat sich erstmal verändert, dass wir das deutlich mehr Patientinnen zur Verfügung stellen können. Das ist für uns natürlich erstmal schön und auch das Feedback, ne, dass wir jetzt viel mehr auch mit Patientinnen und Ärzten auch darüber sozusagen reden können. Und das ist letztendlich das Größte, was sich verändert hat. Natürlich muss man auch sagen, wir haben es gerade gehört, ne, als Medizin-Startup hat man es nicht so leicht mit den Geschäftsmodellen. Das heißt, es gibt uns jetzt natürlich auch Schub, um sozusagen weitere Dinge in Angriff zu nehmen, ne, sei es im Rahmen der Evidenz, aber auch in neuen Produkten. Klar, das ist sozusagen jetzt etwas, was uns natürlich auch glücklich macht. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank, Nadine. Wir drücken die Daumen für viele weitere DIGA-Verschreibungen. Und das nächste Startup, das wir jetzt auf der Bühne begrüßen dürfen, das ist Mama Health. Und der liebe Jonas wird für Mama Health pitchen. Ja, freut mich sehr. Mein Name ist Jonas und ich bin Mitgründer von Mama Health. Wir haben eine Plattform gebaut für chronische Patienten, um von anderen zu lernen, die genauso sind wie Sie. Also die nicht nur die gleiche Erkrankung haben, sondern auch einen ähnlichen Verlauf, vielleicht gleiche Komorbiditäten, vielleicht gleiche Symptome, gleiches Alter, was auch immer für diese Erkrankung relevant ist. Okay. Geht es weiter? Ah, okay. Ja, und zwar ist das, wir haben mit ganz vielen Patienten aus unterschiedlichen Richtungen gesprochen und das passiert aktuell schon sehr, sehr viel. Chronische Patienten sind andauernd auf der Suche nach den Erfahrungen von anderen Patienten, die genauso sind wie Sie. Wie machen Sie das aktuell? Eigentlich genauso, wie ihr euch es vorstellt. Sie googeln erstmal und landen dann typischerweise in Forums auf Facebook. Ganz neuer Trend übrigens auch TikTok. TikTok ist in gewissem Sinne eine Health-Plattform geworden. Und man kann sich vorstellen, dass diese Erfahrungen sehr frustrierend sind. Also aktuell ist es bei Facebook so, es gibt Millionen von Facebook-Gruppen, die sich nur
nur mit Krankheiten beschäftigen. Ich bin Patient X, ich habe Problem Y. Wer hier ist so wie ich? Wer kann mich verstehen? Wer hat schon mal was Ähnliches probiert? Was habt ihr für Tipps, mit meiner Erkrankung umzugehen? Das ist oft sehr anekdotisch, die Antworten, die Patienten da erhalten. Die Erfahrung ist frustrierend und vor allem die ganzen Informationen gehen verloren. Die gleiche Frage ist vielleicht vor einem Jahr schon mal gestellt worden. Diese Plattformen sind aber nicht dafür designt, diese Informationen zusammen, sind nicht für die Erfahrung designt. Hier kommt Mama Health ins Spiel. Auf unserer Plattform erzählen Patienten ihre Geschichte auf eine sehr natürliche Art und Weise mit viel Freitext. Aktuell ist es ein Chatbot. Wir wollen das später auch über Voice machen. Und was das generiert, ist eine Art Zeitstrahl der Patientenerfahrung mit verschiedenen Events, also eine Diagnose, ein Symptom, eine Therapie und so weiter. Und dann haben Patienten Zugriff auf eine Reihe von Features. Ein Feature ist Zugriff auf ein Dashboard, wo sie also sehen, was ähnliche Patienten, wie sie erlebt haben, was die sich für Tipps geben gegenseitig. Ein anderes Feature ist auch, dass sie Zugriff auf personalisierte Selbsthilfe-Calls haben. Also Selbsthilfe-Calls, wo nur Patienten sitzen, die auch für diese Patienten relevant sind. So, was machen wir oder wie verdienen wir eigentlich Geld? Das Spannende ist, mit diesen Zeitstrahlen, von denen ich gerade geredet habe, wenn wir davon hunderte, tausend zusammenpacken, sind wir mit unserem technologischen Backend in der Lage, Modelle der Erkrankung zu generieren, sogenannte Process Mining. Bei Fragen kann ich da gerne mehr zu erzählen, das ist ein ganz spannendes Thema. Und wir monetarisieren mit der Gesundheitsindustrie, fokussieren uns aktuell sehr auf Pharma. Confirmed Revenue bisher, also wir haben ein Projekt mit Lilly gestartet, wir haben eine Studie von der Europäischen Union, die gestartet ist und demnächst ist auch was mit Pfizer auf jeden Fall im Februar. Wir haben aktuell 1200 Patienten auf unserer Plattform und eine ganze Reihe von spannenden Metriken, also Patienten geben uns sehr positives Feedback über diese Art und Weise. Die Erkrankung, mit der wir gestartet sind, war Long-Covid. Allerdings, jetzt starten wir ein Projekt zur Endometriose zusammen mit der Charité. Deswegen sollten wir wahrscheinlich auch mal reden, Nadine. Und genau, wir haben intern eine ganze Reihe von Erkrankungen gelistet, die in der Pipeline sind. Genau, das ist das Team. Ich bin heute der Einzige hier. Kommt bei Fragen gerne auf mich zu. Und wir sind weiterhin auf der Suche nach Pilotprojekten. Und raisen auch gerade, oder closen gerade unsere Runde. Ein, zwei Tickets hätten wir noch zu vergeben, wenn da Interesse ist. Danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Jonas. Wahrscheinlich hat Maya direkt viele Fragen, wenn ihr demnächst eine Kollaboration startet. Ja, dazu habe ich dann einige Fragen später. Aber die Chatbots, da wollte ich mal fragen, wie habt ihr die Tonalität gewählt, um speziell auf diese Patientengruppe zuzugehen? Und die zweite Frage ist, wie dieses Dashboard genau aussieht, auf das die Patienten und Patientinnen dann Zugriff haben. Was können sie da genau ablesen? Was für Daten werden da dargestellt und in welcher Form? Ja, also die Frage zur Tonalität ist spannend. Die habe ich noch nicht gestellt bekommen. Also tatsächlich gehen wir da auf eine sehr freundliche Art und Weise. Wir nutzen auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber wir nutzen auch Smileys. Wir wollen, dass die Patienten sich wohlfühlen. Haben auch vielleicht mal so ein klein bisschen Humor eingebaut. Ja, also das ist was, wo wir positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir wollen da sozusagen ein bisschen weg von dieser ganz klinischen, kalten Atmosphäre, die vielleicht man sonst dort erwarten würde. Das Dashboard ist aktuell so, also wir haben, muss ich dazu sagen, Prototypen live, ja, und iterieren viel und so weiter. Aber wir haben da beispielsweise eine Sektion, wo Patienten Tipps, wir haben immer gefragt, was für Tipps hast du denn für andere Patienten? Thema Long-Covid ist natürlich auch eine sehr unerforschte Erkrankung. Und du bekommst im Prinzip personalisierte Tipps angezeigt, also Tipps, die andere Patienten geben. Ein Beispiel ist, das mag profan erscheinen, geh jeden Tag eine Stunde mal raus, versuch, zwing dich wenigstens und irgendwie Bewegung in dein Leben zu bringen. Und das ist einfach viel überzeugender, wenn man das von anderen Patienten hört. Mhm. Ja. Alles klar, danke. Ja, auch dir nochmal vielen Dank. Ja, du hast gerade ja beschrieben, auch so die Bandbreite, gell? Woher ihr kommt, was ihr machen wollt. Mich umtreibt gerade die Frage, wie kommen denn überhaupt die Kunden zu euch? Also du hast ja vorhin das Thema Facebook und Co., dass da viele selber Informationen sie suchen. Wie kommen die statt zu Facebook denn zu euch? Oder was ist so euer favorisierter Weg? Genau, also erstmal die Kunden sind natürlich eigentlich Firmen, ja, also es sind die User oder die Patienten. Und wir gehen gezielt auf Gruppen zu, die schon existieren, also präexistierende Communities. Die wollen wir auch nicht ersetzen, sondern wir wollen sozusagen für die zusätzlichen eine Plattform schaffen, in der die Daten strukturiert sind, aber wir ersetzen nicht die Kommunikation in dem Forum oder so, ja. Also die existieren trotzdem.
Darf ich noch eine Frage stellen? Sehr gerne. Warum Mama Herz? Ja, also die Frage habe ich dafür schon sehr oft gestellt bekommen. Meine Co-Founder, einer ist Italiener, einer ist Albaner. Da hat die Mama auch noch eine andere Bedeutung. Und das war eigentlich so ein bisschen, also im Vergleich zu dem klinischen Wissen, das Ärzte haben, die erste Person, an die man sich wendet, wenn es um Erfahrungswissen geht, klinisches Erfahrungswissen, ist die Mama. Und so ist das gekommen. Alles klar. danke für die Aufklärung. Dazu danke dir, Jonas. Und jetzt darf ich Jan als unseren letzten Pitcher auf die Bühne bitten. Jan hat Skinovita gegründet und wird uns gleich alles darüber erzählen. Viel Freude, Jan. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Jan Elsner. Ich bin der Gründer von Skinovita. Bei uns geht es um das Thema Hauterkrankungen. Schuppenflechte, Neurodermitis, Vitiligo. In Europa gibt es 56 Millionen Menschen, die von einer dieser Krankheiten betroffen sind. Mindestens eine davon ist gerade in diesem Raum. Ich gehöre nämlich auch dazu. Und ich kann sagen, dass eine solche Krankheit sich nicht wirklich gut anfühlt. Viele Betroffene leiden auch unter Stigmatisierung. Und leider sind diese Krankheiten nicht heilbar. Doch sie können erfolgreich mit Phototherapie behandelt werden. Phototherapie ist seit über 30 Jahren etabliert. Sie ist effektiv, verträglich und vergleichsweise günstig. Es gibt nur ein Kernproblem, der hohe Zeitaufwand. Ein durchschnittlicher Therapiezyklus ist mit ca. 30 Sitzungen verbunden und jedes Mal müssen die Betroffenen zur dermatologischen Praxis fahren. Und das geht nur während der Öffnungszeiten, die sich oft mit anderen Verpflichtungen überschneiden. Im Prinzip ist diese Therapie daher nicht zugänglich für alle, die Kinder zu betreuen haben, auf dem Land wohnen oder sehr unflexible Arbeitszeiten haben. Die Konsequenz ist in der Regel Systemtherapie, doch die geht mit höheren Nebenwirkungen und signifikant höheren Kosten einher. Ich war tatsächlich in genau dieser Situation, habe meinen Dermatologen gefragt, wäre es nicht eine Lösung für all diese Menschen, wenn sie die Behandlung von zu Hause aus machen könnten? Er hat gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber nur, wenn die Behandlungssicherheit und eine medizinische Betreuung gewährleistet sind. Und das ist aktuell leider nicht der Fall, weil Therapiegeräte nach wie vor manuell zu bedienen sind und die Dokumentation handschriftlich auf Papierbögen erfolgt. Und das ist der Moment, in dem Skinovita entstanden ist. Zu dem Zeitpunkt war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bremen, wo man in ein Innovationsprojekt gestartet mit Talenten diverser Fachbereichen, von IT über Design, Healthcare bis hin zur Wirtschaft. Und wir waren überwältigt von dem Feedback und der Unterstützung von Dermatologen und Dermatologen aus Deutschland und der ganzen Welt, die uns auf unserer Mission unterstützt haben. Was wir letztendlich gemacht haben, ist, dass wir ein digitales Heimtherapiesystem entwickelt haben, das aus drei Kernkomponenten besteht. Zunächst haben wir unseren digitalen Therapiemanager, der ein einfaches Erstellen und Bearbeiten von Therapieplänen auf Basis der medizinischen Leitlinien ermöglicht. Der Therapieplan wird dann über eine gesicherte Datenschnittstelle an unsere App für Betroffene weitergeleitet. Die App vermittelt Gesundheitskompetenz und leitet Schritt für Schritt durch die Behandlung. Auch kann sie gekoppelt werden mit unserem Bluetooth-Steuermodul für Therapiegeräte. So können wir automatisch die korrekte Dosis an das Therapiegerät weiterleiten. Das führt am Ende nicht nur zu tollen Therapieergebnissen, sondern wir haben einen tollen Impact für Betroffene, die Umwelt, aber auch für die Krankenkassen. So können Betroffene im Durchschnitt 38 Stunden Zeit sparen. Pro Therapiezyklus sparen wir 46 Kilogramm CO2 durch die entfallenden Fahrten und die Krankenkassen können im Durchschnitt knapp 6.000 Euro an Arzneimittelkosten sparen. Wir haben das Projekt 2020 gestartet und die Produktentwicklung ist mittlerweile abgeschlossen. Wir starten kürzer eine klinische Studie mit dem UKE und dann geht es in die Zertifizierung, sodass wir im nächsten Jahr in den Markt einsteigen können. Wir freuen uns über alle, die uns auf unserer Mission unterstützen können. Insofern freue ich mich auf Gespräche im Anschluss und natürlich auf die Fragen. Vielen Dank. Danke dir, Jan, liebe Jury. Schießt los mit euren Fragen gerne. Oh, da habe ich sehr, sehr viele Fragen bei dem Ansatz. Du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, es gibt eine Therapie beim Arzt, allerdings gibt es da viele Schmerzpunkte, gerade bei denjenigen, die das brauchen. Zeit hast du ja genannt und ihr habt es jetzt versucht, die Häuslichkeit zu übertragen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Ärzte, die das sonst umsetzen, da vielleicht nicht ganz so begeistert sind, weil normalerweise die Patienten ja dort vor Ort sind und sie natürlich da vielleicht auch entsprechend Budget, Honorare draus generieren aus die Therapie. Ich denke aber, wenn ihr das zu Hause macht, brauchen die trotzdem wahrscheinlich auch eine ärztliche oder telemedizinische Begleitung. Wie ist es euch da gelungen, da auch die Ärzte mit einzubinden? Oder gibt es dort überhaupt einen ärztlichen Bezug, einen telemedizinischen Bezug in eurer Anwendung mit drin? Absolut. Also ganz entscheidend sind ja die Dermatologinnen und Dermatologen. Ich freue mich sehr, dass hier auch einige vor Ort sind. Deshalb haben wir von vornherein mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen zusammengearbeitet. Tatsächlich sind wir mehr oder weniger entstanden auf dem Digiderma-Café von den Dermatologen.
Wir wollen nicht die ärztliche Leistung ersetzen, im Gegenteil. Die Phototherapie muss betreut werden, die Technik kann dabei die Infrastruktur liefern, aber die Betreuung über das Monitoring-Tool erfolgt natürlich nach wie vor. Und die soll natürlich angemessen vergütet werden, dafür setzen wir uns ein, auch im Rahmen der Selektivverträge. Gleichzeitig ist es so, Behandlung in der Praxis, viele Praxen haben diese Geräte gar nicht. Sie müssen in einem separaten Raum stehen, dann immer manuell bedient werden, gekauft und gewartet werden. Viele Praxen hatten das vor Corona nicht. Und während der Lockdowns sind die Leute nicht mehr gekommen, Geräte wurden nicht gewartet und ja, dann auch am Ende nicht mehr weitergeführt, sodass wir dann ein signifikantes Versorgungsproblem haben. Das heißt, die Ärzte freuen sich eigentlich eher, dass sie die Therapie nach wie vor weiter anbieten können. Darf ich darauf gleich aufsetzen? Wir kennen euch ja auch von dem Digiderma-Café. Und diese Therapiepläne, werden die denn von den Ärztinnen und Ärzten entwickelt oder gibt es da standardisierte Formulare, die dann individualisiert werden? Und für welche Indikationen ist es Stand jetzt schon möglich? Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir eine Phototherapie-Leitlinie haben. Das heißt, hier gibt es relativ klare Leitlinienanforderungen. Was ganz interessant ist, als wir dann die Praxen geschaut haben, ist, dass der Status quo oft von den Leitlinien sehr stark abweicht, was manchmal nicht ganz ideal ist. Letztendlich ist bei uns beides möglich. Also wir haben alle Leitlinien hinterlegt. Zum Beispiel, wenn es keine signifikanten Erythem etc. nach einer Behandlung gibt, wird die Dosis um 30% gesteigert. Man kann automatisch einen leitlinienkonformen Therapieplan erstellen. Aber wenn man selber die Therapie noch etwas anders customizen möchte als Dermatologin, Dermatologe oder auch MFA, dann ist das eben so möglich im Rahmen definierter Schwellenwerte. Das war auch viel Recherche für uns. Was ist medizinisch noch sinnvoll über die Leitlinie hinaus und wo machen wir einen Cut? Das heißt, da haben wir die Sicherheit im Tool. Zu den Indikationen, es gibt über 16 photoresponsive Erkrankungen. Das ist einmal die Psoriasis, also Schuppenflechte, Neurodermitis, atopische Dermatitis, Vitiligo, Weißfleckenkrankheit, Mykosis fungoides ist tatsächlich eine Form, eine Krebserkrankung. Da gibt es sehr viele Erkrankungen, die häufigsten sind aber Neurodermitis und Schuppenflechte. Mhm. Danke. Danke, lieber Jan, dann sind wir tatsächlich an dieser Stelle durch mit allen Startup-Pitches. Wir haben noch einen kleinen Moment, deswegen, falls jemand aus dem Publikum noch eine Frage stellen möchte an eins der Startups, dann ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Trauen Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben. Natürlich können Sie aber auch die Startups sich alle im Nachgang nochmal schnappen. Aber hat jemand von Ihnen Fragen? Ja, gerne, der Herr im Roten vielleicht. Okay. Also erstmal vielen Dank für die fantastische Organisation, sehr gute Ideen. Ich habe eine Frage an Jonas von Mama Health. Und zwar, der größte Schmerz für Pharmaindustrie, wenn sie Daten von Patienten aus Social Media sammeln, ist, jeder Bericht über eine Nebenwirkung muss vom Arzt oder von jemandem gemeldet werden. Und das landet in einem großen Register und dann muss man das auch den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Wie hat Mama Health dieses Problem gelöst und wie ist die Vereinbarung mit den verschiedenen Sponsoren? Weil wenn der Patient oder die Patientin sagt, ich habe zum Beispiel unter der Anwendung von dem Produkt XY eine Rötung bekommen, das ist ein Fall für eine Nebenwirkungsmeldung. Und wie ist dann der gesamte Ablauf? Das ist etwas, was viele Firmen bis jetzt immer so ein bisschen zurückgehalten haben, sich von Social Media auf Social Tour zu benutzen, nach meiner Wahrnehmung. Genau, ja. Gute Frage. Also Thema Pharmakovigilanz. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Partnern wir da reden. Manche Pharmafirmen wollen es explizit wissen, weil sie sagen, wir wollen wissen, welche Auswirkungen vielleicht in der Real World unsere Medikamente haben. Manche wollen es explizit auch nicht wissen und fragen das vorher. Das ist so ein bisschen juristisch eine schwierige Situation, weil wir geben ja eigentlich nur aggregierte Daten raus. Das heißt, die eigentlichen Stories der Patienten bleiben auf unserer Plattform. Das heißt, streng genommen geben wir sozusagen nicht den Freitext weiter, sondern nur Dinge, die Pharmafirmen interessieren. Genau. Aber das ist projektbasiert und ist insgesamt ein schwieriges Thema auf jeden Fall noch. Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Hallo. Hallo. Zur Endo-App einmal. Und zwar eher in welche Richtung oder in welchen Bereichen Sie sich überlegt hatten noch, geht es noch weiter in Femcare oder bleibt der Fokus auf Endo, im Endo-Bereich?
Ja, für den Moment bleibt unser Fokus, ich sage ganz klar Fokus, weil natürlich macht man rechts und links manchmal was, aber Fokus bleibt auf der Endometriose, weil da ist noch viel zu tun tatsächlich, auch was die Diagnosezeit betrifft, was aber auch die Versorgung betrifft, was die Unterstützung von Ärzten betrifft, und das wird unser Fokus bleiben, denn da ist noch viel zu tun und viel zu verbessern, und da freuen wir uns drauf, da jetzt noch mehr Fokus drauf zu legen. Genau. Und dann wollte ich schon mal einen Daumen drauf halten, weil ich mich wahnsinnig gerne noch mal nachträglich unterhalten wollen würde. Sehr gern. Sehr gut, so muss das sein. Gibt es noch weitere Fragen? Einen, denke ich, würden wir noch unterbekommen. Gerne. Ja, super, danke. Auch zu Mama Health tatsächlich. Und zwar habe ich mich gefragt, es ist ja so eine Peer-to-Peer-Aktion quasi, also dass der Betroffene, in meinem Fall war es zum Beispiel Brustkrebs, hätte ich mich mit einer anderen Brustkrebs-Betroffenen unterhalten oder Betroffenen. Wie wird denn da sichergestellt, dass die Informationen auch, rüberkommen, die gegeben werden sollen? Also es gibt ja zum Beispiel in den Foren eine Empfehlung wurde mir mal gegeben, ich solle doch Chlorid zu mir nehmen, das würde ja ganz gut helfen, und Chemotherapie wäre wieso ja gar nichts. Das sind ja auch so eine Tipps, die gegeben werden, sind aber natürlich kontraproduktiv zur Schulmedizin. Wie würde sowas entgegengesteuert? Naja, also der Punkt ist, aktuell passiert das sowieso, dass Patienten sich organisieren und versuchen, von anderen Patienten zu lernen, die so sind wie sie. Wenn du das jetzt allerdings auf Social Media machst, bekommst du anekdotische Antworten nur von einer Person, von zwei Personen, drei Personen. Stell dir vor, du bekommst aber Antworten von hunderten Personen, die aggregiert sind, und somit reduzieren wir ja im Prinzip die einzelnen sehr lauten Stimmen für Falschinformationen. Du hast aber natürlich recht, dass man das mit Vorsicht betrachten muss. Und es gibt natürlich immer einen gewissen Selection Bias in den Daten und so weiter, klar. Also das ist eine Aufklärungsaufgabe für uns wiederum. Ja. Okay, super, danke dir. Ja, danke euch und Ihnen. Ich würde gerne auch nochmal der Jury die Möglichkeit geben. Wir werden ja keinen offiziellen Sieger heute küren, haben aber 6 fantastische Pitches gehört. Mögt ihr nochmal ein kleines Fazit ziehen, was eure Eindrücke vielleicht Favoriten, Anmerkungen von euch nochmal? Famous Last Words. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank. Ich finde es extrem spannend, dass jedes Startup auch schon was in der Pipeline hat, weiter am Entwickeln ist, im Austausch auch ist untereinander. Einige habe ich auch auf anderen Veranstaltungen schon getroffen. Und dass diese Vernetzung so gut funktioniert und man auch gemeinsam daran arbeitet, das Gesundheitssystem weiter zu digitalisieren, was auf der Hauptbühne großes Thema war, wie man das macht, bei euch in der Praxis sieht, wie es umgesetzt wird, wie es sehr schnell umgesetzt wird, was bei uns als großes Pharmaunternehmen, das natürlich langsamer arbeitet, auch sehr spannend ist im Kooperationsbereich. Ich fand Breastment auch sehr spannend, weil es zu unserem Covid-Kosmos sozusagen passt und weil die Anwendung auch über eine Companion-App hinausgeht, man mit der KI-Anwendung zu Hause diese Übungen machen kann. Und gerade in diesem Fatigue-Bereich, denke ich, einen großen Patientennutzen schafft, nicht das Haus verlassen zu müssen, sondern zu Hause seine Übungen durchführen zu können, was ich auch bei Skinovita zum Beispiel extrem spannend fand. Genau. Aber ich könnte jetzt zu jedem Startup noch was sagen. Ich fand es wunderbar und hoffe auch, dass wir im Austausch bleiben. Vielen Dank. Danke, Maya. Ja, also ich bin froh, dass wir keinen Sieger küren müssen, weil es tatsächlich ja so unterschiedliche Startups, so unterschiedliche Geschäftsfelder sind. Und es tut auch gut, das zu sehen, gell? Dass ihr an solchen Themen arbeitet und auch so unterschiedlich da unterwegs seid, in so unterschiedlichen Ständen auch seid und vor allem auch aktiv das angehen wollt, das Thema. Auf Basis von Erfahrungen, die ihr selber gesammelt habt, auf Basis von Erfahrungen, die ihr von Betroffenen gefunden habt oder die ihr gemeinsam halt auch mit Beteiligten dann eruiert habt. Und es sind viele Sachen mir auch im Gedächtnis geblieben, die für unsere Arbeit auch so wichtig sind im Gesundheitswesen der Krankenkasse, weil wir müssen halt die Betroffenen einbeziehen, um solche Sachen zu entwickeln und halt gemeinsam auch mit Leuten wie euch. Also ich bin froh, dass es euch gibt, macht da unbedingt auch weiter. Und gewonnen haben letztendlich natürlich alle, auch wenn das Ganze blum klickt. Aber ich finde es toll, wie gesagt, was ihr macht. Und es gab für mich auch wieder so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oh wow, also warum klappt das jetzt zu Hause und nicht beim Arzt? Oder beziehungsweise, warum ist überhaupt ein Schmerzpunkt? Und das ist so wichtig, genau diese Impulse mitzunehmen. Und wie gesagt, auch da gerne wie Maya sind wir, glaube ich, ganz froh, wenn wir da auch weiterhin im Kontakt bleiben und auch gemeinsam natürlich irgendwas dann voranbringen. Also erstmal lieben Dank an euch alle.
Ja, dann lieben Dank an euch beide, Maya und Patrick. Lieben Dank an alle, die gepitcht haben, an euch, an das Publikum. Im Zweifelsfall macht euch nochmal ein Foto, damit ihr nicht verpasst, die jeweiligen Startups vielleicht auch bei LinkedIn zu finden oder auch die Jury oder mich, je nachdem. Ich wünsche euch noch eine fantastische Konferenz. Vielen Dank auch an den Bitkom für die Top-Organisation. Ich freue mich, den einen oder der andere von euch auch gleich vielleicht nochmal auf den Gängen zu treffen. Gutes Mittagessen natürlich. Vielen Dank und bis bald.